Ich kann, keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich wusste gar nicht, dass die Jungs hier vorbeikommen. Doch, ich wusste schon, dass ihr vorbeikommt. Willkommen zu einem neuen Video. Mit Gästen, hast du schon mal Gäste da? Nee. Das ist der BA. Hallo. Das ist Herr Leikau. Ja. Und das ist Vincent Lee. Ja. Hey. Ja, was machen wir heute? Wollt ihr es nicht mal vorstellen? Wir haben nämlich eine Songskizze gebastelt, der Leikow und ich. Mhm. Und noch mit einem anderen Kollegen aus Berlin, okay. Mr. Octillery. Und wir sind jetzt hier bei Vincent. Mhm. Und dachten, wir wollen das vom großen Vincent Lee gerne ausproduzieren lassen, was wir gebastelt haben. Von meiner körperlichen Größe, oder? Nein. Ich würde sagen, ich fange einfach an, oder? Ja. Jetzt kann ich, ich meine jetzt nicht so viel. Ich zeige euch jetzt mal das Lied, was die Jungs mitgebracht haben. Alles geht so schnell und keiner hat mehr Zeit. Ich starte den Preamp, ich spiegel das Mic und ich feiere mit BA den Vibe. Also nur nochmal fürs Protokoll, das haben wir am Auto recorded. Ja, genau. Auf jeden Fall. Im Auto. Auf der Fahrt von Köln nach Aachen. Das ist doch... Genau. Also, ja, ich dachte, ihr wärt schon vorbereitet gekommen. Dann erzählt ihr mir, dass ihr das im Auto einfach aufnehmt. Und hier, BA's Part zum Beispiel, habe ich jetzt auch gehört. Einfach an der Raststätte. Auf jeden Fall. Für die Leute, die nicht wissen, wo sie ihre Vocals aufnehmen sollen, im Auto ist es perfekte Akustik, wirklich. Ich finde die Akustik super im Auto, ne? Weil also nicht während der Fahrt. Nicht während der Fahrt, das ist natürlich falsch, aber an der Raststätte, wenn ihr unterwegs seid, dann müsst ihr schnell was aufnehmen. Oder bei Papa im Auto, ne? Wenn ihr sagt, oh, ich habe eine Sängerin, die ist cool. Dann geht ihr mit der Sängerin ins Auto, auf den Rücksitz und recordet sie mit Vincent. Okay. Übrigens, wie wir im Auto recorded haben, kann man dann auf meinem Kanal sehen. Auf meinem Kanal sehen wir dann das gesamte Musikvideo. Ist das nicht toll? Ja. Kommt auch so eine Einblende-Commercial. Also fangen wir mit dem leichtesten an. Ich würde sagen mit den Drums. Also so. So dumm. Das kann man machen. Groove nicht. Das ist groove nicht. Perfekt. So, haben wir ja schon mal den Grundbeat, wa? Achso, das heißt, du wiederholst den 4 Takte lang und dann 4 Takte nochmal ein bisschen anders, oder was? Genau. Okay. Weil das ist dann nicht so langweilig halt für den Zuhörer, obwohl der merkt das echt. Achso, das ist aber so. Oh shit, ich mach mich unbeliebt. Ja, kannst du mir helfen? Ja, wie? Gerne. Du drückst den Record-Button erneut. So. Bist voll der Producer. Das ist aber schon verspielte Bassline. Finde ich nice. Und ja. Ich bin auch immer voll so eher so minimalistische Basslines gewohnt. Auch bei diesen ganzen 8 und 8 sind immer so. Ja, das stimmt. Durchgehend, mal so genau, ein Ton. Ja. Oder diese Basslides immer zwischendurch. Diese Teile hier, den Synthi und ich finde, die machen rhythmisch noch was. Ist zwar nur leise hörbar, aber ich finde... Doch, die füllen das ein bisschen auf. Genau. Man weiß nicht, was es ist, aber es ist was ja, da. Es ist genau, so, es so dieses so, Feeling, ja. Genau. Das habe ich jetzt, das kannst du theoretisch auch killen, wenn du willst. Ich finde das gar nicht. Mir gefällt es auch, muss ich sagen. Aber ich würde es nochmal einspielen. Oder vielleicht eine andere Invertierung einfach. Eine andere was? Also die Umkehrung von einem Akkord. Also nicht, ah, okay, ich verstehe. Boah, der Finger, der hier ist, der geht dann hier hin. Genau. Das ist so. Und Dre, let's go. Trap-Snares vielleicht noch, ne? Trim-tim-tim-tim, ne? So ist sie klingt. Ja, jetzt ist es Trap. Ja, perfekt. Ja, klar. Da muss er Roll rein. Ja, so. Ah, Mensch, war mir ich drauf. Und dann machst du so ein... Was ist das? Ja, logisch, von links nach rechts. Ratatat. Na, also, ratatat. Ja. Ehrlich, aber die Drums. Also, wir haben jetzt die Hauptdrums. Jetzt brauchen wir Hi-Hat, ne? Davon machen wir nochmal an, wenn man hier an der Stelle. Achso, also du meinst die. Achso, so ein Ring. Ja, genau. Okay. Geil, nice.
der macht's doch. Jetzt ist es doch mehr Trap. Jetzt ist es. Okay, so, jetzt holst du die ja gern immer pitchen auf, runter, ne, dass sie so hoch, runter. Also muss jetzt nicht ins Exzess ausarten. Okay. Aber so ein paar du? Stellen. Hast du mal Bock, ne? Von unten nach oben oder was? Wir können die ja auch noch den einen Roll mal links kommen lassen, den anderen rechts. Das geht auch, ja. Damit man immer wieder neue. Oh! Ja, genau. Oh. Ah! 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 Ja. Aber ein bisschen verdeutlichen möchte ich das. Ja, sehr schön. Und dann von unten nach oben oder was? Ja, mal gucken. Genau. Naja, ist so. I love it. Jetzt machen wir denn mehr. Und dann gehe ich hier raus. Ja, genau. So macht man Musik, Freunde. Ja, wunderbar. Die modernen Produktionen zeichnen sich ja nicht durch Ideenreichtum in der Komposition aus, sondern eher im Sounddesign und im Arrangement. Voll. Und wie gesagt, Trap funktioniert auf einem Ton. Und es kommt nur darauf an, wie man diesen Ton in Szene setzt. Der ist nice. Der ist nice. Ist auch von dir? Boah, dieses Browsing, das musst du rausstellen. Nee. Obwohl das ja der Hauptteil der Arbeit eigentlich ist, dass man stundenlanger Sound sucht. Wir können uns darauf einigen, dass wir in der Strophe das so ein bisschen holziger und ruhiger lassen. Und in der Hook können wir dann gerne eure Flächen und eure Claps nehmen, die wir hinten ausklingen. Apropos Hook. Oh, shit, Mann. Lass mal ein bisschen parallel brainstormen. Apropos Hook. Wir haben noch keine. Wir haben noch keine. Was? Hop in rein, 25 Shots, bitte Rhymes, überall wo ich kann. Ich öffne die Fenster im Winter bei Nacht, Luft ist heiß, 35 Grad. Wer sich so ein bisschen mit Flow auskennt und mit Gefühl, wie man über einen Beat zu gehen hat, der muss sich nochmal genau den Einstieg von BA anhören. Der flowt so gegen den Takt. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, hä? Warum? Wie? Was machst du? Aber er kommt so zurück und setzt die Rhymes so geil und dann habe ich es mir nochmal angehört und dachte, okay, dann muss ich jetzt an Mindflow aber nochmal abliefern. So, ja, ich würde jetzt noch Filz bauen. Ne, da passen die Chords. Ja. Okay, ja, muss er selber spielen. Ne? Ja, scheiße. Alles muss man selber. Ich gehe mal auf Toilette, bis gleich. Wenn ich wieder da bin, dann sitzt er zu. Okay. Ja, viel Spaß, ja? One Take Wonder. Yeah, baby. So, ist nichts Besonderes, sind nur diese muted Gitarre, die man so auch vom Reggae kennt. Ja, aber die sind wichtig. Ja, jetzt ist natürlich schon, das ist jetzt schon langsam Hook, wa? Ja, das ist schon hookig, ja. Deswegen kann man dann immer raus. Genau, so mache ich es auch. Ich produziere erstmal zu viel. Genau. Und dann schmeiße ich alle Spuren wieder raus und stelle fest, Mensch, geil, ohne alles ist viel besser. Also normalerweise mache ich es ja so, ich mache immer ein Grundgerüst. Ich habe ja schon quasi ein Grundgerüst und baue eigentlich um die Vocals rum, die dann eigentlich recorded sind, weil man kann so viel mehr dann rausholen aus dem Song, gerade weil du dann versuchst, um die Vocals oder die Vocals zu begleiten halt mit deinem Instrumental und holst dann noch mehr raus aus dem Song. Wie macht ihr das? Ich mach's auch so. Ja. Bei mir? Ja. Weißt du genau, wie du es sagst, so Akzente setzen, vielleicht mal hier und da ein paar Beat-Elemente rausnehmen, so, wo noch ein bisschen passiert einfach. Ja. Totally. Genau. Verdiene mit meinem Konsum die Maschinerie nie am Ruhen. Ich gib mir das gegen das, ich brauche den Zucker und das Fett dazu. Literweise H2O, Spitfire so wie Smoke. Ich trinke, so bleibt die Stimme verschont. Geballte One-Man-Army, ich rauch den Shit für 12. Gewalt der Natur, Tsunami, gibt nichts, was mich noch hält. Ja, ey, bra. Ja, B.A. Adlib-Pack. Niemand will mehr Sense, alle nur am Skippen. Wo noch dein Freund mit dir redet, da fangen wir beide schon längst an zu ficken. Also lean back, wiegt nicht jede Line. Es sei denn, dein Name ist Pablo und jemand da draußen bescheißt. Gönnung ist geil, Alter.
So, wir haben jetzt soweit die Vocals aufgenommen, die wir benötigen für den Song. Jetzt, was noch fehlt, ist die Strukturierung. Also sprich, erst die Strophe, dann Chorus-Part, paar kleine Adlibs, die wir noch vielleicht noch einfügen müssen. Gerade im Chorus-Part, da fehlt noch ein bisschen was. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Das ist ein kleiner Einblick jetzt für... Warum grinst ihr eigentlich so dreckig, Alter? Nein, das ist gut, geil. Das macht Spaß, wir freuen uns einfach. Weil die gehen mir so richtig auf den Sack schon, seit sie hier sind. Ne? Deswegen würde ich auch sagen, weil sie mir auf den Sack gehen, schmeiße ich sie jetzt gleich raus, damit ich hier in Ruhe weiter an dem Song arbeiten kann. Und ja, wenn ihr neugierig seid und gerne den kompletten Song hören wollt, dann checkt es bei den Jungs hier ab. Bei mir findet ihr den kompletten Song mit einem kleinen Musikvideo. Mhm. Und bei Laikov findet ihr quasi den Entstehungsprozess. Gesamten Entstehungsprozess von 0 bis Vincent. Bis Vincent. Richtig. 0 bis Vincent. Danke für deine Zeit und danke für deine Arbeit hier auch an dem Freut mich. Mega freut geil. Und auch für deine Geduld. Ja, vor allem deine Geduld. Alles gut, war super. Hab mich gefreut, auch mal wieder Besuch aus Berlin zu haben. Ihn habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dich habe ich jetzt neu kennengelernt. Und will mich jetzt nie wiedersehen. Ja, das war's mit dem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne mit einem Daumen hoch. Und ansonsten für die Neuen unter euch, die dazugekommen sind und sich für Musik interessieren, gerne diesen Channel abonnieren. Und ich sage mal, ciao, bis zum nächsten Mal. Danke.